Ja, der Parteitag der SPD hat grünes Licht gegeben für ergebnisoffene Gespräche mit der Union zum Thema Große Koalition. Und heute berät auch die CDU über diese Gespräche. Der Parteivorstand trifft sich im Konrad-Adenauer-Haus. Claudius Krönert beobachtet das für uns. Claudius, haben Sie schon Statements von Teilnehmern gehört? Es hat sich bereits geäußert, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, einer der wenigen Teilnehmer, die hier angehalten haben. Es herrscht Schneetreiben in Berlin kurz vor der Sitzung, die ja für 19 Uhr terminiert ist. Übrigens eine zweitägige Sitzung heute Abend und morgen geht es dann weiter. Es steht einerseits auf dem Programm die Vorbereitung der Gespräche mit der SPD, die ja ab Mittwoch hier beginnen sollen. Andererseits aber auch, so heißt es, ein adventliches Beisammensein und eine Analyse der Ergebnisse der Bundestagswahl, die ja auch für die CDU, CSU ein sehr schlechtes Ergebnis gebracht haben. Insgesamt 32,9 für beide Unionsparteien. Die CDU hat hier ebenfalls in Teilen des Landes sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Beispielsweise in Sachsen ist sie auf den zweiten Platz nach der AfD gerutscht. Nun sind ja seit der Bundestagswahl 11 Wochen vergangen und eine Analyse der Wahlergebnisse nach so einem langen Zeitraum hat sicherlich weniger Brisanz. Insofern steht hinter dieser langen Zeit natürlich eine gewisse Taktik. Man will nach vorne gucken, man will gucken auf die Sondierungen mit der SPD. Die SPD hat ja einige Pflöcke eingerammt. Das eine ist die Bürgerversicherung, die das jetzige System der Krankenversicherung, der gesetzlichen und der privaten Versicherung ablösen sollen. Und das andere ist das Thema, das Martin Schulz beim SPD-Parteitag ja groß gemacht hat. Die Vereinigten Staaten von Europa ab dem Jahr 2025. Das sind sicherlich beides Forderungen, die bei der Union nicht gut ankommen. Andere, die die SPD auch machen will, die notorisch unterfinanzierten Bereiche Gesundheit, Bildung, Pflege, dass da mehr Geld hineingehen soll. Das wird sicherlich machbar sein. Hören wir mal, was Rainer Haseloff hier vorhin gesagt hat. Wir wollen erstmal eine große Koalition bilden. Das ist das Ziel. Natürlich wäre es auch wiederum wichtig, dass man jetzt verbal abgerüstet wird, dass wir uns also auch von der politischen Kommunikation ja so verhalten, dass wir als politische Kaste auch ein Vorbild sein können. Und ich glaube, dass wir durchaus Chancen haben, diese große Koalition dann auch hinzubekommen, wenn wir vernünftig und wirklich ergebnisoffen miteinander verhandeln. Die SPD hat ja schon Forderungen gestellt, Stichwort Bürgerversicherung, Vereinigte Staaten von Europa. Was ist davon überhaupt mitzutragen? Ja, ergebnisoffen heißt ja im Prinzip, dass wir ohne große Hürden versuchen, in die Gespräche reinzugehen. Und die SPD weiß genau, was mit der CDU und der CSU nicht geht. Deswegen sollte man sich auch auf die Themen konzentrieren, die für die Menschen wirklich relevant sind. Innere Sicherheit, Zuwanderung, aber auch das Thema des Familiennachzugs. Das muss jetzt relativ schnell geklärt werden. Das sind Themen, die brennen den Menschen auf den Nägeln. Das muss zuerst verhandelt werden und dann können wir uns längerfristige Strategien überlegen. Aber so etwas wie Vereinigte Staaten von Europa oder Bürgerversicherung ist natürlich kein Thema des Einstiegs und kommt mit uns auch nicht in Frage. Bürgerversicherung. Wir haben ein System, was relativ gut funktioniert. Und wir haben ja auch bei den Jamaika-Verhandlungen gut gemerkt, dass wir Schnittmengen finden, die das System, was gut justiert ist, nicht in Frage stellen und trotzdem eine Weiterentwicklung zulassen. Und wenn wir jetzt das gesamte Sozialsystem umstülpen müssen, obwohl es uns noch nie so gut gegangen ist, wie jetzt die Steuereinnahmen hoch sind und auch der Sozialstandard einzigartig auf der Welt ist, sollte man das nicht zur Disposition stellen. Wir brauchen keine sinnlosen Experimente. Wir sollten auf Stabilität setzen. Deswegen ist es auch wichtig, dass Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt wird und dass unter ihrer Führung auch eine vernünftige Bundesregierung zustande kommt. Welche Kompromissmöglichkeiten sehen Sie beim Familiennachzug? Da haben wir noch. Beim Familiennachzug haben wir ja schon im Rahmen der Jamaika-Verhandlungen eine Möglichkeit gefunden, dass man hier eine Kombination vornimmt zwischen einem fachkräftebezogenen Zuwanderungsrecht und einer vernünftigen Zuwanderungs- und Nachzugsregelung. Und ich glaube, wenn wir das gemeinsam als Paket hinbekommen, dann ist das auch denkbar. Wir fangen ja nicht beim Punkt Null an. Wir haben schon vieles miteinander besprochen, was im politischen Raum jetzt ansteht, unabhängig von den Parteien. Und in diesem Korridor sollte man sich auch weiterhin bewegen. Herr Spahn hat heute noch mal eine Minderheitsregierung ins Gespräch gebracht. Wie groß ist die Zustimmung innerhalb des CDU-Vorstandes für so eine Lösung? Ich denke, die Große Koalition ist auf jeden Fall das, was wir anstreben, weil man eine Stabilität braucht, auch über 4 Jahre hinweg.
Es geht ja auch um internationale Themen, wo man eine ganz klare, stabile Mehrheit benötigt. Auf der anderen Seite schließe ich auch persönlich eine Minderheitsregierung nicht aus unter Führung der Kanzlerin, weil es auch darum geht, dass wir so schnell wie möglich auch handlungsfähig werden. Aber das kann nur ein Versuch sein. Ich denke, dass Neuwahlen auch nicht auszuschließen sind. Aber das letzte Mittel, wir müssen uns aber immer wieder sagen, bei allen Diskussionen, der Bundespräsident hat das Verfahren in der Hand. Wir sollten Respekt vor dem höchsten Amt in diesem Lande und in diesem Staate haben. Und der Bundespräsident wird nachher entscheiden, was für Deutschland gut ist. Wir stehen jedenfalls Gewehr bei Fuß, wenn es darum geht, gute Lösungen zu finden. Und wenn die Hürden nicht so hoch sind, dann werden wir mit der SPD auch eine Regierung hinbekommen. Die SPD weiß auch um die Risiken für Neuwahlen. Und das ist alles relativ leicht dahingesagt, denn nicht der Generalsekretär der SPD entscheidet, ob es Neuwahlen gibt, sondern der Herr Bundespräsident. Das sollte man sich immer noch mal mit Blick auf die Verfassung gegenseitig sagen dürfen. Auf der anderen Seite ist die SPD sehr, sehr gespalten. Es gibt viele, die sagen, keine Risiken eingehen. Viele wissen, dass sie auch nicht normal gewählt werden. Es sind viele Überhangmandate bei der SPD entstanden und die sind im Bundestag. Die spielen übrigens auch eine Rolle in den Ortsverbänden und den Landesverbänden. Also wir sollten nicht so tun, als ob Neuwahl sozusagen so locker zu machen ist. Natürlich schließen wir es auch als CDU nicht aus. Eine Demokratie bleibt immer auch daran oder wird auch daran gemessen, dass sie in der Lage ist, die entsprechenden Möglichkeiten, die die Verfassung vorsieht, auch zu ziehen. Aber die Große Koalition ist jetzt auf jeden Fall das Ziel. Es ist der Termin vereinbart. Wir werden heute Abend die Themen besprechen, die da auf die Tagesordnung gehören. Und dann denke ich, ist es auch durchaus möglich, dieses hinzubekommen. Zugeständnisse muss man in jeder Koalition immer machen. Das ist ganz klar. Das war ja bei Jamaika nicht anders. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir große Schnittmengen mit der SPD haben. Man muss sich ja auch mal vorstellen, in welcher Situation wir eigentlich stecken. Wir regieren derzeit immer noch geschäftsführend mit der SPD. Und das ganze Geschäft wird also durchaus professionell auch betrieben. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Große Schnittmengen thematisch vereinen beide Parteien. Sie stehen für diese Bundesrepublik Deutschland, für Europa und für globale Themen, die für uns existenziell sind. Warum sollte es nicht möglich sein, dieses Rezept, was wir durchaus zur Grundlage hatten, auch fortzuführen und fortzusetzen und zur Grundlage zu nehmen? Also ich denke, verbal abrüsten, klug überlegen, was jetzt dran ist. Und das sind die Themen, die die Menschen interessieren. Innere Sicherheit, Nachzug im Bereich der Migranten und der Flüchtlinge und auch die Terrorbekämpfung international. Da müssen wir uns entsprechend auch technisch vorwappnen beziehungsweise auch entsprechend auch technisch ausrüsten. Und jetzt sind die Mikrofone inzwischen so und so vollgeschneit, dass ich ganz gerne, da ich kein Mantel anhabe, reingehen möchte. Letzteres können Sie bitte schneiden. Dankeschön. Schönen Abend. Ja, das war der Schnee, dem Schnee hier in Berlin geschuldet. Die Tendenz ist klar bei der CDU, so wie Rainer Haseloff das hier gesagt hat. Es geht in Richtung Große Koalition, aber nicht um jeden Preis. Man möchte hier den Eindruck vermitteln, auch vor den anderen beiden möglichen Lösungen, nämlich einer Minderheitsregierung oder aber Neuwahlen, hat man keine Angst. Jedenfalls nicht mehr Angst als andere, die auch haben müssten. Denn natürlich all diejenigen, die jetzt im Bundestag sitzen, können nicht sicher sein, dass sie auch nach Neuwahlen wieder ihr Mandat gewinnen werden. Ja, Jens Spahn hat ja heute nochmals die Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. Wie beurteilen Sie, war das ein ehrlicher Wille oder Teil einer Strategie? Also man unterstellt ja Jens Spahn, dass er ambitioniert ist, dass er möglicherweise nach höheren Weinen strebt. Aber so schnell würde ich Angela Merkel nicht abschreiben. Sie ist, könnte man sagen, eine alte Füchsin, die genau weiß, was hier läuft und los ist, die schon gegen andere Konkurrenten auch gewonnen hat. Möglicherweise hat Jens Spahn auch nichts getan, außer als eine Banalität hier zu nennen. Auch Rainer Haseloff hat uns ja gerade gesagt, eine Minderheitsregierung ist durchaus im Bereich des Möglichen.
Allerdings ist es so, dass weder Angela Merkel noch der Fraktionsvorsitzende Kauder diese Minderheitsregierung wollen. Und gerade auf Volker Kauder als Fraktionsvorsitzenden käme es ja besonders an, denn er müsste im Parlament die Mehrheiten organisieren. Die beiden wollen es also nicht. Jens Spahn hat es nochmal ins Spiel gebracht. Es ist letztlich insgesamt hier ein großes Spiel. Es geht, richtet sich natürlich auch an die SPD und heißt, da treibt die Tarife nicht zu hoch, denn dann wird das nichts mit uns. Insgesamt hat man den Eindruck, eine gute, eine nette Hochzeit kann das hier nicht werden. Zwei Wahlverlierer, die sich zusammenraufen müssten. Und beide haben das Gefühl, wenn sie zu viel von ihrem eigenen Profil hier in Kompromisse umwandeln müssen, dass sie dann immer weiter verlieren. Das ist das große Problem, das es hier derzeit gibt. Vielen Dank, Claudius Krönert, für diese Einschätzung und Informationen.